Mahlzeit. Halt du sie mir dumm, ich halte sie dir fromm. Das sagte damals der weltliche Herrscher zum geistlichen Herrscher. Und es gab damals alte Symbole der Macht des Glaubens. Und es gab alte, damals vorgegebene, modern ist eigentlich nur eine Vorgabe, Modal, Modus und so weiter, ne? Eine Vorgabe, Treffpunkte, Kirchen zum Beispiel. Und heute gibt es auch wieder vorgegebene Symbole, beziehungsweise sich selbst entwickelte Symbole, entwickelnde Symbole und neue und, weil zugelassen, auch moderne Treffpunkte, Demos und so weiter. Wie komme ich da drauf? Ich hatte ja gestern, warum alles so weitergehen soll, ein Video gemacht und das so betitelt und so weiter darüber gesprochen. Könnt ihr selber gucken, vielleicht verlinke ich es. Aber ihr könnt auch selber mal die Suchfunktion im Kanal nutzen. So, und da kam folgender, es kamen sehr viele interessante Kommentare und da kam folgender Kommentar von Erika Morgenstern und sie schrieb unter anderem, andererseits, also es war und es ist und es wird so bleiben. So, und dann schrieb sie, andererseits ist es so, dass Schulen nur den Kindern vom Bildungsbürgertum etwas zutrauen und sie entsprechend mehr Zuspruch, Förderung und bessere Noten von Seiten des Lehrers erhalten. Also nur spezielle. Und das ist, ja, sie schreibt Bildungsbürgertum, aber jetzt kommt's. Und dann schrieb Vordenkerkatastrophe, sehr kluge und sehr treffende Gedanken von Ihnen. Das Ganze erinnert irgendwie an das Herrschaftsmodell im Mittelalter, wo nur sehr privilegierte Menschengruppen das Recht und die Möglichkeit auf Bildung genießen durften. Bildung ist Macht. Und das ist zeitlos. Ich habe natürlich geantwortet, Ed Vordenker, Donnerwetter, auf den Vergleich mit dem Mittelalter bin ich noch gar nicht gekommen. Das scheint doch der Grund zu sein, warum wir so verblödet werden. Ich meine uns alle, warum man da voll drauf hält. Ne? Jetzt wird klar, wo wir hin sollen. Na klar, natürlich lassen sich Dumme besser beherrschen und so, aber das heißt ja auch nicht, dass wir so rückständig dann wie im Mittelalter daher gehen sollen. Darum geht es gar nicht. Aber das Herrschaftsmodell ist interessant. Ich bin beeindruckt. Und deswegen das Video. Und darüber bitte ich nachzudenken und dann zu kommentieren. Nochmal. Es gab damals alte Symbole. Ne? Die haben sich wahrscheinlich auch entwickelt und wurden dann aufgegriffen und dann irgendwann modern gemacht, also vorgegeben. Und es gab auch alte, vorgegebene Treffpunkte, Kirchen und so weiter. Und heute gibt es moderne Symbole, also neue moderne Symbole hätte ich schreiben müssen. Vorgegebene Symbole, Symbole der Macht, ne, zum Beispiel, also Symbole des Gehorsams und so weiter. Und nehmen wir nur die Maske, zum Beispiel, und so weiter. Ne. Und es gibt neue moderne Treffpunkte, also Treffpunkte, Demonstrationen, Klimademos und so weiter und so fort und Black Lives Matter und ach naja, wie es alles heißt. Das sind die Erlaubten, also da geht's. Also darf man da hin, also gehen sie dahin und treffen sich. Und da treffen sich immer, es treffen sich im Allgemeinen Gleichgesinnte. So, und das nehmen wir mal als alles als Gedankenfutter, als Basis, als ja, als Gedankenfutter, um daraus was zu entwickeln. Ich bin beeindruckt, denn das ist letzten Endes, ich habe Nachtrag, was mein Buch angeht, geschrieben, das hätte ich vielleicht gar nicht mal machen sollen. Klar, doch, eigentlich doch. Weil jetzt wird eigentlich klar, wie das alles funktionieren soll. Und der ganze andere Zauber, was sonst hier passiert, der ordnet sich diesem Spruch unter. Aber dazu musst du erstmal dumm machen, aber das haben sie ja erfolgreich hinbekommen. So, dass wir wenigstens aus diesem Teufelskreis ausbrechen, ist logisch. Und vielleicht kriegen wir noch einige andere, die auch sich gerne bilden lassen. Also sage ich immer wieder, macht was, aber macht's gut. Einen schönen Tag. Also ich bin immer noch ergriffen und begeistert. Habt einen schönen Tag. Denkt drüber nach und dann schreibt. Bis dann. Tschüss.